Und damit ein Hallo und herzliches Willkommen zu diesem Review von Darth Maul Sith Infiltrator. Ja, dieses gute Set wurde mir vom lieben Jeremy zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an der Stelle, dass ich dieses Set reviewen darf. Bedeutet für euch Zuschauer, dieses Set gehört nicht mir, es ist nur geliehen. Ich darf es aber unboxen. So lässt es sich doch leben, wenn man aktuell nicht viel Geld für Lego zur Verfügung hat. Ich glaube aber auch, dass die Leute, die sich diesen Sith Infiltrator kaufen, danach nicht viel Geld übrig haben. Denn preislich gesehen ist dieses Set eine absolute Frechheit, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das liegt auch nicht gerade in meinem Beutel. Schema wäre das Set kein 25-Jahres-Set, hätte dieses Set wirklich null Reiz für mich persönlich. Vor allem, wenn wir mal bedenken, dass Darth Maul hier ohne Pupillen kommt. Warum? Lego, was habt ihr aktuell mit euren Pupillen? Warum lasst ihr die überall weg? Als Special-Mini-Figur haben wir hier Saw Gerrera dabei. Eine sehr, sehr interessante Wahl. Das Boxart ist das klassische Boxart aller 25-Jahres-Sets, aber besonders ist hier oben dieses kleine Logo für Episode 1. Dies ist eines der wenigen Sets, welches mit beiden Logos ausgestattet ist. Auf der Rückseite haben wir nochmal Darth Maul Sith Infiltrator auf Tatooine gelandet. Dort unten sehen wir schon ein paar Spielfeatures und da haben wir Darth Maul auf seinem kleinen Gleiter. Dort nochmal Qui-Gon Jinn und Anakin und da oben Lego Star Wars. Ganz interessant, Qui-Gon Jinn kommt mit einem Cape. Ich kann es kaum fassen. Bei den Sparmaßnahmen aktuell hätte es mich nicht verwundert, wenn Lego selbst dieses Cape von Qui-Gon Jinn weggelassen hätte. Wollen doch mal sehen, ob dieses Cape wirklich dabei ist. Dazu nutzen wir unser handelsübliches Cuttermesser und schneiden einmal unter den Siegeln entlang. Warum erkläre ich euch das eigentlich noch? Ich glaube, ihr habt es in schon sehr vielen Reviews von mir mittlerweile mitbekommen, wie ich es mache. Aber kann ja auch sein, dass dieser Kanal ein paar neue Leute erreicht. Ja, man will ja auch immer auf Nummer sicher gehen. Übrigens, dieser Karton ist genauso groß wie der Tente 4 Hallway. Und diese Tatsache bewirkt bei mir nur ein noch größeres Stirnrunzeln, was den Preis angeht. Für gewöhnlich waren ja die Sith Infiltrator von Darth Maul wirklich in recht großen Verpackungen beigelegt worden. Das ist in diesem Jahr absolut nicht der Fall. Wenn ich da an den letzten Sith Infiltrator von Darth Maul denke, das war verpackungstechnisch eine ganz andere Hausnummer gewesen. In unserem Karton haben wir insgesamt 7 Tüten an der Zahl, was für ein Schiff dieser Größenordnung mich, um ehrlich zu sein, immer weiter verwundert. Dieser Sith Infiltrator, ich sag es euch, der macht mich wahnsinnig. Keine Sorge, gleich geht's weiter. Ich wollte euch nur mal eben über den Discord-Server informieren, wo ich gerade verpartnert bin, und zwar bei dem Discord-Server Galaxie der Steine. Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut und weiter geht's. Interessanterweise haben wir keinen Stickerbogen und das werden wir noch später sehen. Alles, was dort mit Details geregelt ist, wie zum Beispiel hier auf diesem großen Parabolspiegel, sind bedruckte Gegenstände. Das hier ist unsere designfreie Anleitung. Hier vorne nochmal das Set, leider ohne Boxart. Hinten haben wir die Win-Seite. Wer hätte es auch anders ahnen können, wir haben die Teilauflistung. In insgesamt 184 Bauschritten bauen wir dann dieses Set auf. Angefangen vorne nochmal mit der Builder-App. Wir haben für 25 Jahre auf lego.com. Eine ganze Seite für den Teiletrender, wunderbar, ich liebe es. Und starten tun wir mit unserem pupillenfreien Darth Maul in Tüte Nummer 1. Leider auch hier keine Bauschrittaufzählung. Lego könnte auch die Anleitung für den Teiletrender einfach beiseite lassen und mir hier die Auflistung aller Schritte geben. Naja, wir werden auch sehen, ob ich es ohne hinkriege. So, da bin ich auch schon fertig mit Bauen. Er ist nicht ganz das, was ich erwartet hätte für 70 Euro. Das hier ist unsere Tüte mit Ersatzteilen. Recht viele Kleinteile, wie ich bemerkt habe. Ich persönlich glaube ja, dass Lego mit diesem Sith Infiltrator hier einfach nur das 1999er Modell remaken wollte. Anders kann ich mir dieses Downgrade nicht erklären. Schaut euch mal den Sith Infiltrator aus dem Jahre 2015 an. Der war viel größer. Klar, er hat damals 100 Euro gekostet, aber dafür hat man auch was bekommen. Und bei diesem Set sehe ich die 70 Euro einfach nicht. Klar, wir haben jetzt an dem Sith Infiltrator keine Sticker, aber für mich persönlich ist der einzige Kaufgrund halt das hier, diese exklusive Figur. Und wenn wir die mal wegnehmen, habt ihr das hier für 70 Euro. 3 Minifiguren geht gar nicht, da fehlen auf jeden Fall noch 2 Stück. Und diese kleinen Suchtdruiden hier, die zähle ich jetzt nicht gerade als Minifiguren. Eigentlich wollte ich jetzt mit den Minifiguren starten, aber ich muss über diesen Sith Infiltrator mal kurz sprechen. Das ist kein Fehler in der Kamera. Der Sith Infiltrator steht tatsächlich schief. Denn das Landewerk hier vorne ist einfach zu kurz. So wäre es theoretisch gerade, aber da kommen diese Füße gar nicht hin. Das steht die ganze Zeit so beschissen schief. Auch hier wieder im Vergleich das 2015er Modell. Viel besser haben sie dorthin bekommen. Als erste Minifigur hätten wir hier den jungen Anakin Skywalker aus Episode 1. Diese Minifigur weist hier in dem Set 2 Besonderheiten auf. Erstens, er hat ein neues Haarteil. Das ist jetzt so ein bisschen durchwurstelter als das letzte. Und er kommt mit einer zweiten Gesichtsbedruckung. Als nächstes hätten wir hier den Piloten des Schiffes, und zwar Darth Maul. Bei ihm hätte ich mir sehr gewünscht, dass er ein Cape bekommen hätte. Ich raff's nicht. Wieso bringt Lego einen Darth Sidious und jetzt auch einen Darth Maul ohne Pupillen raus? Was hat denn das Lego Creator Studio für einen komischen Fetisch entwickelt? Oder wollt ihr einfach nur Druckertinte sparen? Was mich auch an dieser Darth Maul Figur stört, ist, dass wir keinen abgeänderten Lichtschwertgriff bekommen. Ey, Leute, Saw Gerrera verfügt hier über das korrekte Griffstück theoretisch, was man bei diesem Lichtschwert verwenden kann. Ich krieg's echt nicht in meinen Kopf rein, wieso dieser Lichtschwertgriff nicht geändert wird. Lego, ihr verbessert an der falschen
entsprechende Stelle. Wahrscheinlich sehen eure Augen genauso aus dem Creator Studio, dass ihr das nicht hier erkennen könnt. Als nächstes im Bunde hätten wir hier Qui-Gon Jinn mit einem Stoff-Cape. Wow! Und nicht nur mit einem Cape kommt er, nein, sogar auch mit einem Lichtschwert. Leider milchig-grün. Die Torso-Bedruckung ist dieselbe wie bei Qui-Gon Jinn mit den Figuren davor. Auch er verfügt wie Anakin über eine zweite Gesichtsbedruckung. Auf Bricklink werden diese Dinger hier übrigens als Minifiguren gehandelt, und zwar diese DRK-1-Droids. Ich nenne sie jetzt einfach mal Suchtdruiden. Die sehen aus meiner Sicht aus eher wie kleine Barhocker. In der Vergangenheit haben wir wesentlich bessere Suchtdruiden schon mal gesehen, wo vor allem auch die Seiten hier abgerundeter aussehen, also originaler zum Film. Wahrscheinlich waren diese abgeflachten Teile ein bisschen günstiger in der Produktion, aber was weiß ich schon. Und nun, liebe Leute, der Hauptkaufgrund: Saw Gerrera. Ohne Zweifel die beste Minifigur im gesamten Set, kommt hier mit seiner Plakette. Leider keine Armbedruckung, dafür ein Stoffcape. Ich werd nicht mehr. Und das ist auch noch so gut bedruckt. Auf dem Rücken sieht er so aus, sehr viel metallische Prints auf seinem Rücken. Und dieses Teil hier, was er auf seinen Schultern trägt, das ist übrigens dasselbe wie auch bei dem Dark Trooper. Und ich finde es hervorragend gelöst, wie die Details hier überall so schön mit der Brustplatte einhergehen. Sehr gut beprintet, so stelle ich mir das für eine 25 Jahre Figur vor. Und selbst unser lieber Saw Gerrera kommt mit einer zweiten Gesichtsbedruckung. Übrigens, wenn ihr diese Figur in der Hand haltet, werdet ihr merken, dass sich das Haarteil ein wenig komisch anfühlt. In der Kamera sieht man das nicht so gut, aber es ist eher matt und kein glänzendes Haarteil, und es fühlt sich so an wie hart gewordenes Gummi. Und auch in diesem Set spreche ich es nochmal an, aber ich finde die 25 Jahre Figuren ein wenig random gewählt. Bei den 20 Jahre Figuren hatten wir eine wesentlich bessere Konstante, als es hier ist. Lego lockt uns halt wirklich mit der Exklusivität dieser Minifiguren, damit wir überteuerte Sets wie den Sith Infiltrator kaufen. Kaum spricht man von diesem Schreckgespenst und schon steht da vor euch der Sith Infiltrator. Von der allgemeinen Größe her ist dieses Modell übrigens mit dem aus 2007 gleichzusetzen. Nur, dass der aus 2007 34,99 gekostet hat und der hier 70 Euro. Und ihr merkt schon, mein größter Kritikpunkt an diesem Set ist halt wirklich der Preis und dieses Landwerk hier. Aber ansonsten in allen anderen Spielen Feature-Funktion macht er sich echt gut. Ob man es glaubt oder nicht, dieser Sith Infiltrator verfügt über Spring-Loaded Shooter. Zwei grüne hier vorne. Und die schießen verdammt akkurat. Und der Schussmechanismus befindet sich hier. Da könnt ihr gleichzeitig beide abfeuern oder jeweils links und rechts. Ich finde das mega. Jetzt machen wir mal den rechten. Zack. Und nochmal den linken. Zack. Ich finde das geil, wie präzise die rausfeuern. Direkt dahinter befindet sich hier ganz unauffällig die Luke, wo wir unsere Suchdruiden reinwerfen können. Eins, zwei und Nummer drei. Die passen da hervorragend alle rein. Klappe zu. Und jetzt können wir diese Druiden hier unten rauswerfen lassen. Und die Funktion dahinter ist echt clever gelöst. Ich sag's euch, an Spielfeaturen überzeugt dieses Set. Denn hier befindet sich ein unauffälliger Riegel, den wir im umgedrehten Zustand dann nach hinten ziehen können. Und wenn sich die Klappe dann aufgetan hat, verschließt sich der Riegel automatisch wieder. Ich demonstriere euch das jetzt mal trocken. Ihr zieht das nach hinten und ihr lasst los und der schiebt sich automatisch wieder vor wegen diesem Gummi hier. Und ihr seht, dass da nur so ein ganz kleiner Vorstand die Klappe in ihrer Position hält. Und ich mache das jetzt mal andersherum und zack, schon fallen die Suchtdruiden da raus. Cooles Play-Feature, wie ich finde, aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und natürlich müssen wir die Klappe auch irgendwie zumachen und dafür müssen wir noch nicht mal den Riegel bedienen, sondern ihr drückt einfach die Klappe in Position und es verschließt sich selber. Ich bin fasziniert davon. Und es wackelt nichts. Wunderschön. Damit hätten wir den vorderen Teil des Infiltrators auch abgeschlossen. Weiter geht's dann hier mit einer sehr schönen Detailarbeit. Dieser Part ist auch so das Detaillierteste am gesamten Infiltrator. Hier oben am Cockpit sehen wir dann diese roten Scheiben, wo man theoretisch raussehen könnte. Dann verfügt der Infiltrator natürlich auch noch über Flügel links und rechts. Diese können wir mit dem Technikarm ganz einfach in Position bringen. Ganz nett, hier wurde für die Detailarbeit ein kleiner Rollschuh verwendet. Mit diesem Teil lässt sich auf jeden Fall ziemlich gut hin und her fliegen. Der hat eine solide Bauweise von Grund auf. Ihr könnt den wirklich überall anfassen und es wird euch nicht abbrechen. Und natürlich muss Darth Maul ja auch noch irgendwo sitzen. Wo könnte er das besser als im Cockpit? Dafür klappen wir hier diese Scheibe hoch und da sehen wir schon ein angedeutetes Licht für das Interieur. Ziemlich cool. Dann klappen wir diese beiden Paneele zur Seite und die Rampe nach unten. Richtig cool gemacht und jetzt seht ihr im Inneren dort ein bedrucktes Steuerpanel und leider Gottes auch blaue Pins. Und genau jetzt kommt der kleine Speeder von Darth Maul ins Spiel, denn dieser fungiert auch gleichzeitig als Sitz für Darth Maul in diesem Schiff. Der steht da zwar ein bisschen wackelig drin, aber wenn wir das Ganze wieder zuklappen, wird er quasi von dem Cockpit in Position gehalten. Dieses Feature haben wir auch schon in zwei anderen Sith Infiltrators gesehen. Der einzige, wo das wirklich anders war, ist das Modell aus 2015. Da hatten wir nämlich hier vorne einen separaten Stauraum für das Ding gehabt und hier hinten war ein Drehstuhl gewesen. Hinten am Sith Infiltrator dran haben wir auch nochmal ein paar nette Details, gerade hier an den Triebwerken. Mein persönliches Detail-Highlight liegt einfach hier an diesen Seiten. Diese WLAN-Zeichen, nenne ich sie jetzt mal, passen wirklich hervorragend. Ich finde super, dass Lego so viele verschiedene Kurventeile hat.
hat, dass dieses richtig schöne Muster hier zur Geltung kommen kann. Und an sich war es das jetzt mit diesem Raumschiff. Und sorry, ich muss noch mal kurz aufs Landewerk zu sprechen kommen, denn wenn wir hier vorne mal drauf drücken, seht ihr, dieses Landewerk biegt sich nach hinten und das ist nicht gut. Aber egal, wir sind jetzt durch mit dem Review. Meine persönliche Endmeinung zu diesem Set auf jeden Fall: Modell top, Figuren meh und Preis flop. Und mit diesem wunderschönen Satz gebe ich dem Set auf jeden Fall 6,5 von 10 Punkten und würde euch abschließend dazu auffordern, gerne eure Meinung dazu in die Kommentare zu schreiben. Wir hören uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.